Hallo ihr Lieben, mein Name ist Axel Möller, ich bin Philatelist und Auktionator beim Auktionshaus Felsmann in Düsseldorf. Vor uns steht die große 175. Jubiläumsauktion. Die findet statt vom 28. Juni bis zum 2. Juli und wir bieten hier wieder eine Menge an interessanter Sammlung an. Heute möchte ich euch mal von einer schönen Einlieferung erzählen. Ein Kunde war vor einigen Wochen bei uns und hat uns ein paar wenige Alben gebracht, die sich aber als richtig schöne, alte, urige Sammlung entpuppt haben. Der Kunde hat gesammelt in frühen Jahren, 60er, 70er Jahren. Es ist viel altattestiertes Material dabei, es ist geprüftes Material dabei, es sind sehr interessante Ausgaben dabei, die teilweise schon lange nicht mehr auf dem Markt zu finden waren. Wir haben das Ganze aufgeteilt in ca. 7 Positionen. Das ist zum Beispiel einmal die Sammlung Deutsche Kolonien, dann haben wir eine Sammlung Deutsches Reich, dann haben wir die SBZ dabei, dann haben wir noch die westlichen Besatzungszonen und wir haben Saargebiet und die Neusaar. Und dann haben wir noch eine Sammlung Deutsche Besetzung, Zweite Weltkrieg. Das sind die Ausgaben von 1939 bis 1945. Angefangen ist in dieser Sammlung von Böhmen und Mähren bis Zara ist da so ziemlich alles drin, was Rang und Namen hat. Sehr viel Material dabei, das ist ideal für eine Investition. Es ist eine Sammlung, die seinesgleichen sucht. Es sind viele Spitzenstücke dabei, viel Attestware ist dabei. Und es ist eine wirklich klasse, hochwertige Sammlung mit extrem vielen interessanten Stücken. Schaut euch diese mal an. Dieses Los zum Beispiel hat die Losnummer 7418, hat einen Startpreis von 15.000, hört sich zwar noch viel an, aber im Verhältnis zu dem, was drin ist, ist es relativ günstig ausgerufen oder sehr günstig ausgerufen. Wir haben die Sammlung im Internet komplett abgebildet. Bei uns im Printkatalog sind einige Stücke exemplarisch abgebildet. Kommt einfach vorbei, schaut euch die Sammlung in echt an und macht euch ein eigenes Bild davon. Auch die anderen Sammlungen von diesem Einlieferer sind hervorragend bestückt und es lohnt sich auf jeden Fall die weiteste Reise auch zu uns. Die Sammlungen werden versteigert am Freitag, dem 1. Juli 2022. Ab 10 Uhr fängt die Auktion an. Ihr könnt live mitbieten im Internet natürlich, wie immer. Wir haben hier ein führendes Programm, eine führende Software dafür. Einfach bei uns auf der Seite kurz einloggen, registrieren und direkt mitbieten. Es würde mich freuen, euch während der Auktion zu sehen, live am Bildschirm oder halt zur Besichtigung vorab hier. Ich drücke euch die Daumen, ich wünsche euch viel Spaß. Es ist eine tolle Sammlung, es ist eine tolle Auktion. Viele interessante Stücke, viele interessante Einzellose, super Sammlung dabei. Es lohnt sich auf jeden Fall. Danke euch, wir sehen uns. Bis dahin, macht's gut.